Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt 9 Minuten Redezeit. In diesen 9 Minuten wird da draußen 3-mal irgendwo eingebrochen. Wir debattieren hier 60 Minuten das Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl. In diesen 60 Minuten, in dieser einen einzigen Stunde, wird fast 20-mal da draußen irgendwo in eine Privatwohnung eingebrochen. Alle 3,5 Minuten passiert in Deutschland ein Einbruch. Und wir haben das gehört, 2016, das sind 150.000 Einbrüche, die wir haben. Und das ist wirklich ein Massenphänomen, der Wohnungseinbruchsdiebstahl. An vielen Orten, da hängt es überhaupt gar nicht mehr davon ab, ob eingebrochen wird, sondern es ist nur noch eine Frage, wann eingebrochen wird. Und das ist etwas, wo wir als Union sagen, das ist nicht akzeptabel. Da müssen wir ran. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen sich in ihren eigenen vier Wänden, in ihrem Zuhause, wo sie sich zurückziehen wollen, wo sie sich sicher fühlen können, das müssen wir gewährleisten. Da sind wir als Staat und damit auch wir als Gesetzgeber in der Pflicht, das zu gewährleisten, meine Damen und Herren. Und deswegen sagen wir, ja, da besteht Handlungsbedarf, da besteht großer Handlungsbedarf. Und da geht es uns gar nicht so sehr um die materiellen Schäden. Das sind hohe materielle Schäden, damit wir uns da nicht missverstehen. 400 Millionen Euro Jahr für Jahr, die an Schäden durch Einbrüche verursacht werden. Und das ist schlimm genug. Für manche Opfer ist es sogar existenzbedrohend, gerade wenn sie zum Beispiel nicht versichert sind. Aber viel schlimmer als die materiellen Schäden sind, ist tatsächlich, dass die Opfer oftmals traumatisiert durch diesen Einbruch werden. Es ist ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre, ein tiefer Eingriff in die Intimsphäre, wenn man sich das vorstellt, dass dort Schränke durchwühlt werden, persönlichste Dinge zerstört werden oder etwa die Unterwäsche durchsucht wird. Manche Opfer, die müssen sogar ihre Wohnung wechseln, weil sie sagen, hier fühle ich mich einfach nicht mehr zu Hause, ich fühle mich hier nicht mehr sicher, ich traue mich nicht mehr zu Hause, traue mich nicht mehr schlafen zu gehen abends. Und diese gravierenden psychologischen Folgen des Eindringens in die Privat- und Intimsphäre, das ist nicht etwas Abstraktes, sondern es ist etwas ganz Konkretes. Ich kann das nur mal an einem Beispiel festmachen. Mein Nachbar zum Beispiel, bei dem ist schon 5-mal eingebrochen worden. 5-mal. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wie der sich fühlt. Wie der sich fühlt und seine Frau sich vor allen Dingen fühlt. Der überlegt ernsthaft, ob er sein Haus jetzt verkauft. Ob er irgendwo anders hinzieht. Und der hat schon alles aufgerüstet, was nur möglich ist, an Alarmanlagen. Und trotzdem wird dort immer wieder eingebrochen. Der hat Angst. Und wir kennen das alle aus unserem Bekannten- und Freundeskreis. Und da sagen wir als Union, wir wollen, nein, wir müssen die Zahl der Einbrüche verhindern. Und deswegen finde ich das auch zynisch, wenn hier gesagt wird, naja, wir haben doch jetzt 10% weniger. Jeder Einbruch, das ist einer zu viel. Hinter jeder Zahl steckt doch ein Mensch, steckt ein Schicksal. Deswegen müssen wir deutlich runter von diesen Zahlen. Und um das zu erreichen, brauchen wir in der Tat einen Dreiklang. Wir brauchen eine bessere personelle und materielle Ausstattung von Polizei und Justiz, um Einbrecher effektiver bekämpfen zu können. Und natürlich brauchen wir auch Abschreckung durch härtere Strafen. Wir müssen mehr Ermittlungsbefugnisse für die Strafermittlungsbehörden haben. Und schließlich, natürlich müssen wir mehr für Prävention tun, um Einbrüche zu verhindern. Und gerade der letzte Punkt, das ist angesprochen worden. In den letzten Jahren hat das erheblich an Bedeutung gewonnen. Der Anteil von vollendeten Einbruchsfällen ist glücklicherweise gesunken. Fast die Hälfte aller Einbrüche bleibt mittlerweile im Versuchsstadium stecken. Da greifen die mechanischen Sicherungen, da sind die Türen und die Fenster gesichert. Und da kommen die Einbrecher, die natürlich Angst haben, wenn es zu lange dauert, dass sie entdeckt werden, kommen da nicht rein. Und deswegen ist es völlig richtig. Kollege Lutschak, darf der Kollege Ströbel eine Zwischenfrage stellen? Selbstverständlich, sehr gern. Nee, ich will mich ja mit Ihnen zusammentun. Also, ich will gar nichts Böses. Diesmal. diesmal war ich das entscheidend. Herr Kollege, Prävention. Wir sind alle für die Prävention. Das Problem ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger erstens das nicht wissen, was man damit erreichen kann. Sie haben ja zu Recht auf diese 40% hingewiesen, die im Versuchsstadium stecken blieben. Und sie haben häufig das Geld nicht dafür, weil es viel Geld kostet. Können wir uns nicht vielleicht darauf verständigen, wir alle haben jetzt in den nächsten Monaten viele Wahlveranstaltungen, dass wir auf jeder unserer Wahlveranstaltungen 5 Minuten lang die Bürgerinnen und Bürger nicht irgendwie damit in Angst und Schrecken versetzen, dass sie sagen, die kriegen jetzt alle ein Jahr, die kommen mindestens alle ein Jahr ins Gefängnis.
was ja nicht stimmt, sondern dass wir Ihnen sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr könnt die und die Maßnahmen treffen und wenn ihr es nicht alleine bezahlen könnt und Geringverdiener seid, dann könnt ihr euch an die und die Stelle, die und die Telefonnummer wenden, wo ihr dann Geld dafür kriegt. Machen wir das mal gemeinsam. Lieber Herr Kollege Ströble, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Wahlkreisarbeit machen. Ich mache meine Wahlkreisarbeit so, dass ich genau das schon gemacht habe. Ich habe nämlich gemeinsam mit dem Landeskriminalamt, mit der örtlichen Polizeidirektion und mit dem Grundeigentümerverband zu einer Veranstaltung eingeladen, wo ich genau darauf hingewiesen habe, welche Möglichkeiten gibt es bei der Prävention zum Einbruchschutz. Und die war sehr gut besucht und das ist sehr gut angekommen. Aber ich will Ihnen auch mal ein weiteres sagen. Natürlich wollen die Leute wissen, wo können wir was machen und da machen wir ja als Staat auch eine ganze Menge. Wir haben das staatliche Zuschussprogramm für die KfW, das haben wir ja erheblich aufgestockt, haben die Schwelle gesenkt, an der es Zuschüsse gibt. Also wir haben da wirklich sehr viel gemacht, aber die Leute wollen auch wissen, was tut denn der Staat darüber hinaus? Die wollen auch wissen, dass die Leute hinter Schloss und Riegel gebracht werden und deswegen müssen wir beides tun. Prävention auf der einen Seite, aber natürlich auch uns den Strafrahmen anschauen und das tun wir mit diesem Gesetz, lieber Kollege. Also diese Zuschussprogramme, was ich gesagt habe, das wirkt, das ist vernünftig und das müssen wir auch fortführen. Aber ich will auch eines sagen. Wir dürfen uns als Staat hier selbstverständlich nicht aus der Verantwortung stehlen. Es kann ja nicht angehen, dass wir sagen, liebe Bürger, nehmt mal Geld in die Hand. Wir bezuschussen das zwar, aber letztlich müsst ihr eure Wohnung selber sichern. Dafür seid ihr verantwortlich. Das geht nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese anderen beiden Punkte aus dem Dreiklang, nämlich die personelle und materielle Ausstattung von Polizei und Justiz, wo ja vieles Ländersache ist, dass wir die angehen. Da haben wir als Bund eine ganze Menge gemacht. Wir haben unsere Sicherheitsbehörden personell viel besser ausgestattet, ein enormer Aufwuchs an Stellen, um an die organisierte Kriminalität auch heranzukommen. Aber, und jetzt kommen wir zu diesem Gesetz, natürlich müssen wir uns auch den strafrechtlichen Regelungsrahmen angucken, um die Täter abzuschrecken und auch um die Ermittlungsbefugnisse auszubauen. Und wir haben das hier gehört, wir wollen als Union den Wohnungseinbruch, der momentan ein bloßes Vergehen ist, wo die Mindeststrafe nur 6 Monate beträgt und wo es auch einen minder schweren Fall gibt, da sagen wir, angesichts der gravierenden Folgen, die das für Opfer hat, da ist das dem Unrechtsgehalt von diesen Taten nicht angemessen. Und deswegen wollen wir das, den Wohnungseinbruch als das bestrafen, was es auch wirklich ist, nämlich als Verbrechen. Und deswegen erhöhen wir den Strafrahmen auf 1 Jahr. Bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe sind dann zukünftig möglich. Und es wird auch keinen minderschweren Fall mehr geben. Und wir machen das auch deswegen, weil wir als Gesetzgeber ein deutliches Signal an die Strafjustiz aussenden wollen, Wohnungseinbrüche zukünftig generell härter zu bestrafen. Und, lieber Kollege Ströble, das hat überhaupt gar nichts mit Misstrauen gegenüber der Strafjustiz zu tun. Überhaupt nichts. Aber wir sehen uns natürlich schon an, wie sind denn die Verurteilungen und wie ist denn der Strafrahmen? Und wenn wir da feststellen, es handelt sich alles um ausgesprochene Strafen, die am unteren Ende des Strafrahmens ist, dann müssen wir doch als Gesetzgeber reagieren. Und das hat was mit Gewaltenteilung zu tun. Wir als Gesetzgeber sagen, was wir als besonders strafwürdig ansehen. Und da sagen wir als Union, gemeinsam in der Koalition, Wohnungseinbruchsdiebstahl, das ist ein Verbrechen, das müssen wir härter bestrafen. Und wenn Sie jetzt argumentieren, Herr Ströbele, das würde ja alles nicht helfen, wird ja keiner von abgeschreckt. Also ich habe mal im ersten Semester meiner Strafrechtsvorlesung, das ist ja auch schon ein paar Tage her, ich kann mich aber noch ganz gut daran erinnern, habe mal zu den Strafzwecken gehört, dass es auch so etwas wie negative Generalprävention gibt, wo es nämlich genau um diese Fragen geht, Abschreckung. Aber wenn Sie mir da schon nicht folgen wollen, dann müssen Sie doch sehen, und Sie sind guter Jurist, Herr Kollege, Sie wissen doch, dass es ganz konkrete weitere Konsequenzen hat, wenn wir den Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einem Verbrechen hochstufen. Das führt nämlich zum Beispiel dazu, dass zukünftig die Verabredung zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl oder die versuchte Anstiftung zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl, dass das jetzt auch schon strafbar ist, was vorher nämlich nicht der Fall gewesen ist. Und es hat auch ganz konkrete strafprozessuale Auswirkungen. Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein, mit einem Strafbefehl ein solches Strafermittlungsverfahren zu beenden. Und es wird auch nicht mehr möglich sein, wegen Geringfügigkeit einzustellen, solche Verfahren, weil wir es jetzt um einen Verbrechenstatbestand handelt. Und das sind ganz konkrete Auswirkungen, die diese Höherstufung zu einem Verbrechen hat, wo wir sagen, ja, hier ertüchtigen wir die Strafjustiz, mehr zu machen. Und deswegen ist es richtig, dass wir das zukünftig als Verbrechen bestrafen, meine Damen und Herren. Und schließlich, natürlich geht es hier auch um die Ermittlungsbefugnisse. Der beste Einbruch ist immer noch der, der überhaupt gar nicht stattfindet. Und deswegen müssen wir uns anschauen, was sind denn das für Taten? Und da stellen wir fest, natürlich sind es Einzeltäter, die wir hier angehen, aber wir haben eben vielfach auch wirklich organisierte Kriminalität, um die es geht. Das wird immer so etwas beschönigend als mobile Tätergruppen bezeichnet. Tatsächlich, es sind fahrende Einbrecherbanden, die auf Diebes
Züge gehen, wo oftmals ganze Straßenzüge ausgeraubt werden, die observiert worden vorher sind, wo geschaut wird, wann sind die Leute nicht da. Und da müssen wir tatsächlich ran. Da müssen wir diese organisierten Strukturen aufdecken können. Und deswegen ist es ganz wichtig. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt auch an die gespeicherten Telekommunikationsdaten hinzukommen. Und deswegen ist das, was dieses Gesetz jetzt macht, nämlich den Katalog von 100G2 StPO, dass wir das dort anfassen, dass wir den Wohnungseinbruchstippe ausdrücklich da aufnehmen, dass wir zukünftig dort rangehen können und damit die Aufklärungsquote erhöhen. Die liegt momentan bei etwas über 16%. Das ist viel zu wenig. Das müssen wir ändern. Wir müssen das Entdeckungsrisiko für die Täter erhöhen. Und dann werden viele sich auch überlegen, ob sie das zukünftig noch machen. Und das machen wir genau mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren. Und dafür ist schon viel angesprochen worden. Funkzellenüberwachung ist zukünftig möglich. Wir können zukünftig auch auf die Standortdaten zugreifen. Alles Dinge, wo wir sagen, hier hat die Polizei, hier haben die Staatsanwaltschaften mehr Mittel in der Hand, haben mehr Mittel in der Hand, um die Sicherheit der Bürger zu schützen. Also völlig richtig. Und deswegen glaube ich, dass dieses Gesetz insgesamt einen richtigen Ansatz einschlägt. Wir tun was für den Strafrahmen, machen da etwas für die Abschreckung. Das verbessert die strafprozessualen Möglichkeiten, die wir haben. Und wir geben Polizei und Justiz das Rüstzeug, Täter tatsächlich auch zu überführen. Was wir uns jetzt im parlamentarischen Verfahren noch anschauen müssen, ist in der Tat Wertungswidersprüche, die es hier noch gibt. Wenn ich zum Beispiel an den Bandendiebstahl denke, da ist es zum Beispiel so, dass dort ein minderschwerer Fall möglich wäre. Und das klafft natürlich in der Tat auseinander, wenn wir sagen Einzeltäter, da gibt es keinen minderschweren Fall, beim Bandendiebstahl aber schon. Das passt nicht zusammen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir sagen, auch beim Bandendiebstahl darf es natürlich dann in der logischen Konsequenz auch keinen minderschweren Fall geben. Das werden wir im parlamentarischen Verfahren machen. Wir sind jedenfalls als Union auf der Seite der Bürger, wenn es um ihre Sicherheit geht. Und dafür werden wir in den kommenden Wochen sorgen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Johannes Fechner für die SPD-Fraktion.